Herzlich willkommen zu einer neuen Aufgabe. Wir sind immer noch in der mehrdimensionalen Analysis, beziehungsweise explizit in diesen mehrdimensionalen Integralen. Also die mehrdimensionale Integration steht immer noch auf dem Programm. Und die Aufgabe sieht ähnlich aus zu den anderen Aufgaben, die wir schon in dem Bereich gemacht haben. Und die Aufgabe möchte wieder ein Integral berechnen mit Hilfe des Satzes von Fubini. Das heißt, hier sehen wir nochmal eine Anwendung von diesem schönen Satz von Fubini. So, die Aufgabe ist aber ähnlich aufgebaut wie die anderen. Wir skizzieren wir erstmal das Integrationsgebiet und dann kümmern wir uns um das Integral. Es ist wieder zweidimensional, also abhängig von x und y. Und der einzige Unterschied ist jetzt, wir sollen Fubini auf zwei verschiedene Weisen anwenden. Das geht nicht immer. Für dieses Gebiet geht es. Und deswegen werden wir das mal vorführen. Eine Sache sieht man hier direkt. Hier tauchen Beträge in der Funktion auf. Das ist immer schlecht. Also das kann man wirklich immer schwierig integrieren. Das einzige Vorgehen, was man dort hat, ist eine passende Fallunterscheidung zu machen, so dass man separat die Beträge wegfallen lassen kann. Und da muss man halt wirklich separat die Integrale auch lösen und am Schluss irgendwie wieder zusammenbringen. Wir machen das ein bisschen anders. Wir werden ein Symmetrieargument bringen, sodass wir nur ein Integral ausrechnen können ohne Beträge. Aber das ist auf jeden Fall das Vorgehen, dass man die Beträge weglassen soll. Ja, wir nennen das ja mal kurz i durchgängig, wieder das Integral, was wir berechnen wollen. Aber wir fangen an mit Teil a und skizzieren erstmal diese Menge b. Und die ist wieder durch Ungleichung gegeben. Und das erste, was wir sehen, ist vielleicht die zweite Ungleichung. X² plus y² gleich 1. Also wenn wir dort die Gleichung lesen, das ist genau die Gleichung, die den Einheitskreis beschreibt. Das heißt, hier haben wir den Kreis mit Radius 1. Kreis mit Radius 1. Und diese Ungleichung bedeutet, alles liegt innerhalb des Kreises mit Radius 1. Also diese ganze Menge B muss sich innerhalb von diesem Kreis abspielen. Und das ist schon mal eine gute Einschränkung. Und die andere Ungleichung geht die andere Richtung. Das heißt, hier sind wir im Sinne nicht im Inneren, sondern im Äußeren von dieser Gleichung, die beschrieben wird. Und es ist fast eine Kreisgleichung. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist hier diese 4. Und das heißt dann nichts anderes, als dass der Kreis in y-Richtung um diesen Faktor 4 gestaucht wird. Und was man bekommt, wenn man einen Kreis staucht, das solltet ihr wissen, das ist eine Ellipse. Also diese Gleichung mit dem Gleichheitszeichen beschreibt eine Ellipsengleichung. Und diese Stauchung, ja, ist für die Skizze jetzt nicht so wichtig, wir wissen nur, es wird in y-Richtung gestaucht und nicht in x-Richtung. Okay, und das können wir jetzt wirklich wieder skizzieren. Dadurch, dass das ein bisschen schwierig ist, freihand, habe ich das hier vorbereitet. Wir sehen, da ist die Ellipse in Rot und da ist der Kreis mit Radius 1 in Grün. Und die Fläche B ist klarerweise alles dazwischen. Ja, weil wir von dem Kreis kommen mit dem Radius 1 im Innern und jetzt muss ich es richtig finden hier, in Gelb, skizzieren wir uns das, was B ausmacht. Das ist alles im Innern. So, also das ist B. Okay, wenn wir jetzt B haben, sehen wir auch schon direkt die Symmetrie, die hier auftritt. Weil die Fläche sind irgendwie 4 geteilt, und das ist, was ich jetzt direkt einzeichnen möchte. In Orange hier. Wenn wir uns nur diesen oberen Abschnitt betrachten, sehen wir vom Flächenwert auf jeden Fall, dass der viermal auftritt und sich zusammen zu B addiert. Ja, das ist schon mal ganz gut, aber das hilft natürlich erstmal nicht. Also ich nenne das da jetzt mal F, weil wir damit weiterrechnen wollen. Das hilft natürlich noch nicht, weil wir letztendlich integrieren wollen. Das heißt, wir können zwar über dieses F integrieren, aber die anderen müssen wir auch separat integrieren. Das, was wir aber jetzt direkt sehen, ist durch diese Beträge, also Beträge bedeutet, wir nehmen den positiven Teil, also wenn x negativ ist, nehmen wir trotzdem x als positiv und y das ist genau das gleiche, das heißt, das Vorzeichen wird immer positiv gewählt. Also wenn wir zum Beispiel hier sind, sind x und y negativ, wir rechnen trotzdem mit dem positiven Teil. Das heißt, wenn wir die Beträge weglassen für dieses Gebiet hier unten, müssen wir noch ein Minuszeichen vor x und y setzen, damit das Vorzeichen sich weghebt und tatsächlich positiv wird.
Gut, das könnten wir separat machen. Was wir aber sehen, ist, dass sich durch dieses Vorzeichen, was wir dazu schreiben, sowieso immer nur positive Zahlen hier integriert werden. Und es genau das gleiche Integral gibt, wie wenn wir hier dieses f integrieren. Dort sind wir sowieso positiv. Das heißt, wir sehen, dass wir unser Integral hier, und das schreibe ich jetzt nochmal als i nebendran, dass wir i schreiben können, das Integral über b, und dann kommt jetzt hier diese Funktion, dass wir die einfach viermal über dieses f integrieren können, weil die Beiträge von den anderen Teilen genau den gleichen ergeben, also wegen der Symmetrie der Funktion. Das heißt, das da ist der Anteil oben rechts, dann können wir die Beträge weglassen, weil sie sowieso positiv sind. Im Anteil oben links müssten wir das Vorzeichen vor dem x schreiben, hätten aber genau das gleiche Integral zu lösen, wie wenn wir das Positive über f integrieren. Das heißt, alle addieren sich zum gleichen Beitrag. Das heißt, wir können auch alles nur über dieses f integrieren und das viermal nehmen. Das ist eine enorme Hilfe, wenn wir das erkennen. Ansonsten müssten wir es halt wirklich vier einzelne Rechnungen machen. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm, aber durch diese Erkenntnis hier wissen wir schon mal, dass wir nur ein Integral mit positiven Zahlen zu lösen haben. Ja, und dieses f möchte ich jetzt nochmal hinschreiben. Also das f ist die obere rechte Hälfte. Und was bedeutet das für uns? Naja, das bedeutet, dass wir sowieso nur positive Zahlen haben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns das x herausgreifen, dann wissen wir, dass das von 0 bis 1 laufen kann. Ja, also 0 bis 1. Und für das y gibt es die Einschränkung über die Gleichungen. Und die können wir jetzt ja auflösen. Ja, vielleicht meist mal hier explizit an der Stelle. Wir haben hier ja y² ist kleiner gleich 1 minus x². Ja, weil wir sowieso nur in dem positiven Bereich sind, können wir auch hier einfach die Wurzel ziehen und haben da die Einschränkung für y abhängig von x nach oben. Und die andere Gleichung gibt es nach unten. Und dann haben wir hier direkt, also wenn wir das nochmal auflösen, kommen wir da diesen Faktor ein Viertel auf die andere Seite. Und die Wurzel ergibt uns ein Halb. Das heißt, wir können das hier schreiben als ein Halb 1 minus x² bis zu der oberen Grenze hier. Ja, und das ist so eine Rechteckstruktur, die ich schon immer sagte, die wir für Fibonacci brauchen. Ja, das heißt, wir können integrieren. Erst in y-Richtung, weil das noch abhängt von x, und dann in x-Richtung und haben das Integral gelöst. Gut. Ich erinnere daran, dass die Aufgabe ja wollte, dass wir zwei verschiedene Richtungen für Fibonacci verwenden, also wirklich beide Varianten. Das geht hier, weil wir hier nach y aufgelöst haben. Aber es gab ja keinen Zwang, nach y aufzulösen. Wir hätten es ja genauso umgekehrt machen können. Das ändert ja für y, geht ja auch von 0 bis 1. Ja, auch das sehen wir auch in der Skizze ganz gut. 1 Obergrenze und 0 die Untergrenze für die y-Richtung. Und x können wir jetzt genauso auflösen wie eben y. Das heißt, wir bringen das jetzt auf die andere Seite und dann steht da für die Obergrenze genau das gleiche, nur mit y. Und für die Untergrenze, ja, sehen wir 1 minus 4 y-Quadrat und davon nochmal die Wurzel. Das heißt, auch das schreibe ich nochmal hier hin. Das ist also die Wurzel von 1 minus 4 y Quadrat bis, ja, 1 minus y Quadrat. Und das nochmal in den Mengenklammern. Das heißt, wir haben jetzt unser f auf zwei verschiedene Varianten beschrieben und das gibt uns schon die zwei Integrationsreihenfolgen an, die wir machen können. Und das ist, was die Aufgabe ja möchte, dass wir das i ausrechnen durch einmal zuerst nach y, dann nach x und einmal umgekehrt. Und das, was ich jetzt noch vorführen möchte, deswegen gehen wir hier mal auf die neue Folie und schreiben das i nochmal hin. Also das i war das Integral über das b. Das b war diese ganze Fläche. Und das haben wir jetzt direkt festgestellt. Wir können es reduzieren, indem wir nur oben rechts integrieren und viermal nehmen. Ja, dann fallen die Beträge auch weg. Also ich schreibe es jetzt nochmal explizit hin. Hier sind wir sowieso x und y
sind sowieso größer 0. Das ist nur noch mal zur Verdeutlichung. Das heißt, die Beträge fallen an der Stelle jetzt weg. Und unser Integral ist dann um einiges einfacher, weil es gibt keine Beträge mehr. Ja, also das nur noch mal als Zwischenschritt. So, jetzt haben wir die Reihenfolge vielleicht schon festgelegt. Wir hatten als erstes haben wir f aufgeschrieben mit x aus 0, 1. Und das machen wir jetzt auch hier. Also wir integrieren am Schluss nach x und zuerst nach y. Und für y hatten wir diese Wurzeln. Also das war die Untergrenze, das war die Obergrenze. Und die Funktion bleibt die gleiche. Also man sieht, das ist kein schwieriges Integral, aber wir integrieren es erst nach y, dann nach x. Okay, das schreibe ich nochmal explizit hin. Also wir haben jetzt die Stammfunktion. Na gut, das ist jetzt nach y integriert, nicht so schwierig. Wir haben x mal y plus 1 halb y². Und dann ersetzen wir y in der unteren Grenze durch diese 1 halb Wurzel x, 1 minus x², und der oberen Grenze durch diese Wurzel 1 minus x². Ja, und wenn wir das eingesetzt haben, integrieren wir nochmal über das x. Okay, wir sehen, das wird ein bisschen länglich, aber es wird kein so schwieriges Integral. Es wird ein eindimensionales Integral werden. Wenn wir jetzt hier die Obergrenze einsetzen, haben wir 1 minus x Quadrat und dort haben wir 1 halb 1 minus x Quadrat, also das zum Quadrat, minus die Untergrenze ist also 1 halb 1 minus x Quadrat. Und jetzt haben wir minus 1 halb, das nochmal zum Quadrat, also haben wir da 1 Viertel und hier auch 1 minus x². So, und das integrieren wir über dx. Das möchte ich jetzt explizit nicht machen, weil es ein relativ einfaches eindimensionales Integral ist. Das Schwierigste ist vielleicht einfach der Term hier. Das ist aber auch eine relativ simple Substitution. Also das ist das Erste, was man lernt im eindimensionalen Substitution für so ein Beispiel. Deswegen hat man das relativ schnell raus. Das ist sowieso einfach nur x² zu integrieren und hier auch. Das heißt, das ist tatsächlich kein schwieriges eindimensionales Integral, aber man muss ein bisschen rechnen. Und das überlasse ich euch. Ich schreibe jetzt nur kurz das Ergebnis dazu. Das ist nämlich 4 mal 5 Zwölftel. Ja, das ist, was ihr herausbekommen sollt für das Integral. Die 4 habe ich jetzt davor stehen lassen, weil das ist das der Wert des Integrals. Und das nochmal mal 4 für das Komplette. Okay. Die andere Richtung schreibe ich jetzt auch nochmal auf, aber ihr seht ja, das kann sich nicht sehr viel ändern, weil letztendlich ja alles irgendwie gleich bleibt. Also auch nochmal hier kurz die Aufgabenstellung dazu schreiben. Wir haben das Integral 4 mal mit diesem f-Integral und jetzt machen wir die andere Richtung, das heißt, wir integrieren zuletzt nach y. Das war die Beschreibung über diese zweite Möglichkeit von f, ich springe da noch kurz hin, also das hier. Ja, das heißt, wir schreiben y von 0 bis 1 und dann schreiben wir x in diesen Grenzen auf und dann sollte die Rechnung ähnlich verlaufen. Also wir haben das, das ist y-Integral und das x-Integral ist jetzt, jetzt müssen wir nochmal das aufschreiben mit dieser 4 und da oben haben wir 1 minus y². Also das geht von der Ellipse bis zu dem Kreis. Ja, also das ist tatsächlich ganz simpel. So, aber das ist die Integration nach x und danach kommt die Integration nach y. Ja, da sollte natürlich das Gleiche herauskommen. Also das ist jetzt, was ihr auch überprüfen sollt. Wir machen jetzt nochmal kurz die Stammfunktion. Das heißt, hier haben wir 1 halb x Quadrat und dort haben wir x mal y und wir ersetzen das x durch diese Untergrenze und das x durch die Obergrenze. Okay, und ihr seht, von den Rechenschritten und von den Integralen, die ihr jetzt rauskriegt, ist das ungefähr ähnlich zu eben. Ich werde das auch nicht noch das nochmal hinschreiben. Ich will es ja sowieso nicht ausrechnen. Das überlasse ich wirklich euch. Das Ergebnis sollte das gleiche sein. Also tatsächlich auch diese 4 mal 5 Zwölftel.
Aber überprüft das bitte mal. Also das ist eine ganz gute Übung für euch.